Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir sind weiter auf der Erkundung. Hier direkt vor dieser einen Höhle bei den Nachtbirschern. Und wir wissen, dass Nachtbirscher gefährlicher sind, als sie aussehen. Ja. Boah, wie sie sie weghauen. Schön, schön, schön. Das ist so quasi die zweite Nachtbirscherhöhle wahrscheinlich, ne? Oh, eine süße Welpe. Oh. Laufen wir auf diese Morningstar-Höhle zu? Ja. Ich gehe einfach mal davon aus, dass da ganz viele Nachtbirscher drin sein werden. Wo ich noch nicht weiß, ob ich das gut finde. Hey! Ihr könnt ruhig angreifen. Oh Gott. Ja, wird jemand zerfleischt. Wollt ihr jetzt Mami oder was ist los? Oh oh. Ist hier vielleicht der legendäre Nachtbirscher drin? Also nicht, dass ich das nicht glauben würde. Ich kann mir das gut vorstellen. Brutmutter, oh. Aber wenn die Mutter tot ist, dann... Gott! Geht denen aber noch allen gut, das ist super. Das ist nur Nachtbirscherblut. Ja, ist nicht der legendäre Nachtbirscher, aber... Ein Seesack. Oh. Achso, da ist noch mehr, aber nichts Wichtiges. Ich kann die Patienten herbringen. Mit dem Jagdgewehr. Die. Okay. Der Cowboy-Repetierer. Dann lieber die Jagdschrotflinte mit dem Cowboy-Repetierer. Perfekt. Das ist der Partner oder irgendwie sowas in der Art gewesen. Okay, irgendwie war hier nichts drin in dieser Höhle, wirklich, außer so Nachtbirscher mit Mutter. Hätte ich jetzt mehr erwartet eigentlich. Schade. Aber macht nichts. Weiter gucken. So, da können wir nicht hin. Das ist für irgendein DSC, weiß ich. Rastplatz ist jetzt die Frage. Machen wir hier erst links? Long Wolf Radio, Canyon Park, Kalifornien und so weiter und so weiter. Oder machen wir hier das? Aber ich glaube, es ist strategischer, erst das linke hier zu machen, obwohl die rechten besser sind. Finde ich persönlich. Wir sehen ja hier den ganzen See. Das ist ja der Ivanpa-Truppensee. Und da ist eine Karawane. Das gefällt mir sehr. So. Aber wir haben ja schließlich die Straßen wieder sicherer gemacht. Ne? Wär schön, wenn da Karawane sind. Hallo, brauchen Sie was? Ja. Sie brauchen nämlich diese Waffe, diese Waffe. Diese Waffe. Haben Sie Munition? Natürlich keine Munition. Toll. Waffen haben Sie auch nichts Besonderes. Kleidung sowieso nicht. Hilfsmittel. Stimpaks. Ja gut, Wedex. Aufbereitetes Wasser. Okay, dann kann ich noch eine Plasmamine verkaufen und eine Schutzmine und nee. Ruhige Hand. Sachen, die ich halt nie nutzen werde.
gibt's Geld, die Hülsen. Und die Drüsen. Das ist immer eine gute Geldquelle. So. Schade eigentlich, ich hätte noch Munition dabei gehabt. Die werde ich einfach trotzdem an ihm los. So, Rastplatz Nipton Road. Sind wir da echt nicht hingegangen? Ich hatte das so in Erinnerung, dass ich da das letzte Mal war, als ich da hingegangen bin. Eine erste. 5 oder 6, das hört sich auf jeden Fall an wie Legion. Ja. Na wunderbar. Hallo. Da seid ihr wieder. So Leute. Ihr werdet Veronika nicht angreifen. Also nicht, dass ihr das eh gerade schon tut, aber... Ach komm. Aua! Rede nicht! Das ist so ein Kackton wieder. Aua! Oh, eine Maschinenpistole. C4 Sprengstoff. Gegengift. Oh shit. Irgendwas habe ich mitgenommen, was ich nicht mehr haben wollte. Ich glaube, das waren die Hülsen. Aua. War's das? Ja. Ne? 220, 60, 300. Und damit müsste ich wieder voll haben. Sprengstoff wieder mal aufbereitet. Das Wasserheilpulver. Ach, die Buschbüchse ist hier. Was? Lol. Buschbüchse, Jagdschrotflinte, 2800. Wenn sie voll ist, dann mache ich die lieber so. Die ist mehr wert, ja. Das dachte ich mir schon fast. Und ihr da hinten, ihr macht das schon, ne? Wir denken. Wow, Level Up? Sturmkarabiner. Nice. Lala. So, was können wir da gebrauchen? Überleben haben wir 66. Sprengstoff. Reparieren. Nahkampf. Schusswaffen könnte man vielleicht mal erhöhen. Obwohl das ist auch nicht so wichtig. Ist Schleichen. Ne? Medizin, ja. Nahkampfwaffen nutze ich halt nicht. Feilschen. Wenn ich da noch mehr mache, dann kann ich gar nichts mehr verkaufen. Energiewaffen. Überleben. Ist halt schwer zu sagen, ne? Ich würde erstmal die hohen Skills vielleicht echt auf hoch machen. Also ich mache Schusswaffen mal 10 und Überleben und 2 auf Feilschen noch. Komm. Dann haben wir das. Das dürfte fair sein. Worauf schießen die da hinten? Ich will es eigentlich nicht wissen. Irgendwo ist da ein Gegner, aber... Sag mal, hat der Karawanenmann nicht überlebt? Ha! Der, wow. Ganz ruhig, Kleiner, ganz ruhig. Und da flüchtet er irgendwo hin. Tatsache, ich habe diese Raststätte echt nicht, Oh, der Beutanhänger. So weit sind sie gekommen.
echt nicht besucht. Ich war so sicher, dass ich den Let's Play schon mal besucht hätte. Weil ich kenne die halt relativ, ja, relativ gut ist, ne? Das hat so voilà. So. Was haben wir da in der Kiste? Auch wieder Sunsets. Die meisten sind ja leider leer. Wie ist der Gemischwarenladen? Gut, bauen wir uns auch eine Trickkasse mit Sachen, die ich alle brauche. Und die Tagebücher nämlich. Ein Gewehrschrank. So, was haben wir da? Boxbandage. Nee. Schallgänger für Pistolen, alles nichts Nötiges. So, ich wusste nämlich, dass hier halt das mit dem Bürgermeister drin ist. So, na, wer hat hier eine Glückssträhne? Ich kann mein Glück nicht glauben. Ich bin absolut fassungslos. Gerade werde ich von einem ziemlich angespannten jungen Mann namens Mr. Fox, ja klar, angesprochen. Nachdem wir alleine in meinem Büro waren, teilte er mir mit, dass er ein Mitglied von Caesar's Legion sei. Er wusste, dass er in K-Truppen und Pulverbediensteten oft Zeit in Ägypten verbringen. Es stellte sich heraus, dass die Legion beide Gruppen hasst und ein Exempel an ihnen statuieren möchte. An der RNK aus offensichtlichen Gründen, an den Pulverbanditen, weil sie Überfallkommandos der Legion diesseits des Flusses belästigen. Ich musste keine Sekunde überlegen, bevor ich seinen Vorschlag annahm. Nun muss ich nur die Pulverbande überreden, nachts NK-Soldaten zu entführen. Wenn beide Gruppen sich gleichzeitig in der Stadt befinden, schlägt die Legion zu. Ha! Und für diese einfache Aufgabe wurden mir 8000 Kronkorken angeboten. Ich könnte fast direkt in die RNK zurückkehren, aber wer weiß, wie viel ich noch aus diesem Legion da keine rausholen kann. Ich werde mal ein paar Vorräte in einem Unterschlupf zwischen hier und dem Mojave Outpost sammeln, für den Fall, dass ich schnell nach Hause zurückkehren möchte. Sehr aufregend. Und er zeichnet mit ruhiger Hand auf der Tastatur. Ja, und das hat wohl nicht so ganz geklappt. Der wurde dann doch noch hinters Licht geführt, wovon man ausgehen konnte, wenn man mit der Legion verhandelt. Also ich denke mal nicht, dass die irgendwelche Verhandlungspartner haben, wo sie sagen, boah, machen wir dann noch nichts. Also, ich brauche mal echt 308er Muni bald. Die hat ja keiner, ist das Problem. Hallo, oh, hier sind die ganzen Krebse, wollte ich schon sagen. Krebse sind sie nicht. Ach komm. Ich habe auch immer mehr Geld, ne? Ob ich wohl in dem letzten. Obwohl, nee, in dem Let's Play über 100.000 wollte ich gerade schon sagen. Ich habe schon über 100.000. Also, dass ich das in Skyrim schaffe, ist klar. 100.000, ich war auch schon mal in einem früheren. Nicht Let's Play, in einem früheren. Minecraft, Skyrim Lauf Millionär. Tatsächlich. Ohne zu lügen. Da habe ich aber nicht auf so also ich habe die Schwierigkeit war extrem halt so schwer, ne? Aber nicht mit diesen Mods wie Cutthroating Merchants oder so gespielt. Das ist natürlich, ne? Okay, ich will nicht, dass IDI hier. Hallo? Huch. Eieiei. Wow! Danke, dass ihr mich bewahrt habt. Miskit Mountains Quater. Jo. Machen wir weiter. Aber schöner Campingplatz hier, ne? Mit Ausblick auf den See und auf die Stadt und auf die andere Stadt. Finde ich schön. Würde ich auch wohnen wollen. Aber es ist nicht mit hier mit Grillplätzen und allem, was man so braucht. Es ist über Überlebenshandbuch. Warte mal. Das Überlebenshandbuch gibt mir ja 3. Und hier Nikola Tesla und sie. Energiewaffen um 3. Ah, habe ich nämlich ganz vergessen. Da ist noch ein Sternkorken.
weiter. Schon wieder so ein Krebs. Habt ihr mal Krebs gegessen? Ist lecker. Weil jeder kennt wahrscheinlich die Krebschips. Obwohl, ich liebe die Dinger halt wirklich. Immer wenn man bei einem Asiaten ist, eine Tüte mitnehmen für 2 Euro oder so. In diesen Teilen, boah, richtig nice. Vor allem, die kannst du dich auch voll fressen. Du wirst weder dick, noch bist du, machen die ihn unsatt? Ne, also die machen halt satt. Es sind halt echte Traumteile. Das ist halt asiatisch, ne? Das ist halt... Da ist irgendwas drin, wo man lieber nicht fragt. Aber dafür sind die geil. Oh, Krabbenchips, ey. Ich glaube, ich muss mal losgehen und mir welche holen einfach. So, ne, aber heute gibt es Hühnerfrikassee. Okay, wofür habe ich 50? Ich frage einfach nicht. Dann schießt schon wieder jemand. Hier ist richtig nice. Okay. Hey. Hi. Also, ich dachte, ich will mich begrüßen. Aua. Richtig geil. 40, 120, 160, 200, 240, 280, 320. Werde ich noch geheilt? Habe ich verkrüppelte Beine? Nö. Ich dachte, ich nicht so langsam. So. Mich ist ja richtig, also fast gar nicht verstrahlt. Ist etwa so verstrahlt wie mein Let's Play. Ja, da kümmert er sich drum, ne? Boah. Muss ich Rumpf machen. Bringt nichts. Also ja, ich spiele ja parallel auf Fallout 4. Und da muss man sagen, ist das Kampfsystem doch schon ein bisschen ein. Also das Kämpfen ist halt deutlich einfacher. Melt's Motel. Ja, hier ein Hotel, ne? Ist auf jeden Fall der Wahnsinnstraum. Weil hier. Oh, Dr. Waston. Verstrahltes Wasser, ja. Durst macht es aber noch weg. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ortal, was? Ach, ein Ophthalmoskop. Wir haben hier die Ohren. Stein jetzt alles verstrahlt, aber warum ist hier keine Strahlung drin? Ist vielleicht eher die Frage. Ich meine, es sind ja bestimmt keine Bleiwände. Ja, wer weiß. Irgendwas habe ich gehört. Ein Geräusch. Hallo. Aber es hat den schönen Vorteil, dass wir das... Ja, wie halten die denn aus? Weil jetzt sind Idi und Veronica bei mir, als ich in den Hotel gegangen bin. Weil, ne, wissen wir ja, ist ja... Uah. Toll für ein Rebound, was ich eh nicht mitnehme. War also ekelhaft hier. Haben wir den Ort erkundet? Zum ab zum California Sunset Drive. Ab zum California Sunset Drive Inn. Ein Ort, der auch schon viel positiver klingt. So. Ich bin erstaunt, wie lang gerade mein Redex reicht. Also es ist immer so dann, wenn man es nicht braucht, dauert es, hält das eigentlich auch nur ganz kurz. Wenn man es braucht, hält es lange. Ist ja eigentlich gut, ne? Aber so ein sonderbarer Effekt. So, bei der Polizeiwache war ich schon, ne? Ja. Bei der Nevada Highway Patrol. Petroleum. Ja, gut, ja, ist gut. Ja, der war nicht so gut. So,
Hier ist halt niemand, außer ich. Hallo. So, ich hoffe, du stirbst. Ja, danke. Ich mache ja jetzt auch deutlich höheren Schaden, dadurch, dass ich 96 oder 90 bei Schusswaffen habe. Weiß gar nicht. Fox Sachen. Ich glaube 90, okay. Also wir wollen ja nicht übertreiben hier, ne? Deswegen. So, das gehört eigentlich schon zu Prim. Ich verstehe mal nicht, warum das hier gesondert ist. Okay, das sind ja 15 war. Okay, das sind auch ein paar Nachtbierchen, nichts Besonderes. Sind halt immer 10 EP, die man dann kriegt. Das ist ganz nett, aber. Kann man jetzt auch mal verzichten. Wow. Dein Gesicht, ne? Nicht so schön. Wow. Hat Wettmarker lang im Fleisch dabei. Ist ja der Hammer. So, jetzt hat es Wettex nachgelassen. Ich würde sagen, wir machen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.